Hallo und herzlich willkommen zu GoJax Weekly Video. Ich bin Nils Reiche. Einmal mehr widmen wir uns in unserem Video Wirecard. Am Donnerstag wurden wieder Betrugsvorwürfe bekannt. Diesmal war es allerdings nicht die Financial Times, sondern die SZ, die einen Artikel über einen vermeintlichen weiteren Bilanzskandal veröffentlichte. Konkret geht es um die Bank de Binari, einem israelischen Online-Anbieter für binäre Optionen. Diese Finanzprodukte wurden Anfang 2017 verboten, worauf Bank de Binari seine Lizenz abgab und anschließend den Betrieb einstellte. Das Problem? In den Büchern von Wirecard tauchte Bank de Binari weiterhin auf und generierte im Rest des Jahres noch mit Transaktionen im Millionenbereich Umsätze für den Zahlungsabwickler. Dies würde zu den Vorwürfen passen, mit denen die Financial Times den Zahlungsdienstleister seit Anfang dieses Jahres konfrontiert. Die angebliche Manipulation von Bilanzen mithilfe von Scheinumsätzen. Die Erkenntnisse der SZ beruhen allerdings auf internen Dokumenten aus der Buchhaltung von Wirecard, welche die FT in ihrem letzten kritischen Artikel bereits teilweise gesichtet und als Rohdaten veröffentlicht hatte. Wirecard zufolge sind diese Daten allerdings nicht authentisch. Sie seien teilweise verändert oder gar manipuliert worden. Die Anleger von Wirecard haben inzwischen anscheinend ein dickes Fell. Die Aktie reagierte am Donnerstag so gut wie gar nicht auf die neuerlichen Vorwürfe. Von einer Investition in das Wertpapier ist vorläufig allerdings abzuraten. Der Trend verläuft negativ. Für weitere Analysen und Infos abonniert unseren Börsenbrief und klickt auf gojax.de. Außerdem findet ihr uns auf YouTube und auf Facebook. Wir sehen uns!